Besondere Perspektiven einer besonderen Frau. Sandy Robson, 43 Jahre alt, Australierin, Kajaklehrerin aus Perth. I just like being out on the water and the things that you see, the nature is what I like the best. So ich bin gerne draußen auf dem Fluss. Ich liebe die Natur, die Ruhe, die Idylle, die Tiere. In Deutschland ist das alles ein bisschen anders. Hier gibt es viel mehr Städte als bei uns in Australien und jede Menge historische Gebäude. Überall trifft man nette und interessante Menschen. Das ist alles ganz neu für mich und sehr aufregend. Sandy Robson ist dankbar für jede Unterstützung, sei es Unterkunft, Verpflegung oder am besten ein spendabler Sponsor. Wo schlafe ich morgen? Wie wird das Wetter? Was esse ich? Wann? Wo? Das sind Sandys Probleme. Lachhaft zu dem, was sie auf ihrer langen Reise noch erwarten wird. 5 Jahre, 50.000 Kilometer im Kajak von Neu-Ulm bis nach Australien. Nicht alle Tiere dieser Welt sind so süß und zahm wie Oberpfälzer Kaninchen. So manches Gewässer birgt jede Menge Gefahren. 2007 versuchte ich, einmal um Australien herum zu paddeln. Danach war ich infiziert von der Idee einer noch längeren Reise, obwohl ich auf meinem Weg die Ostküste hinauf nach Cape York von einem Krokodil angegriffen wurde. Ihr grausamstes Erlebnis. Das Schönste war die Bekanntschaft mit zwei Walen, die für sie sangen. Sandy Robson ist täglich auf Entdeckungsreise, gespannt, wissbegierig, neugierig auf alles, was ihr unterwegs begegnen wird. Sie macht das nicht, um reich, berühmt oder sonst was zu werden. Sie macht das einzig und alleine für sich, weil es ihr Spaß macht. Für mich ist das ein Riesentraum, den will ich leben. Wenn du es nie versuchst, wirst du es nie wissen, ob du es schaffst oder nicht. Also versuche ich es jetzt einfach mal und werde sehen, wie weit ich komme. So manches Hindernis wird sich ihr da in den Weg stellen. Die Schleusen auf der Donau werden da noch die geringsten Probleme sein, wobei auch die zumindest aufhalten können. Zum Beispiel die in Geisling. Da kann man nämlich links oder rechts fahren. Sandy wusste nicht so genau wohin. Nicht ganz ungefährlich das Ganze. Der Tonassistent mit skeptischem Blick. Und so vergingen 10 Minuten, 20. Wo bitteschön ist Sandy? Und plötzlich, nach 30 Minuten, tauchte sie wieder auf. Kurzerhand entschloss sie sich, nicht die Schleuse zu nutzen, sondern ihr Kajak um die Schleuse herumzuziehen. Die großen Unbekannten sind Syrien, Iran, Irak. Ob ich da paddeln darf, ist fraglich. Und sollte ich Australien eines Tages erreichen, dann wird das wahrscheinlich so laufen. Einen Abschnitt hier, einen da. Ich möchte so viel wie möglich von der Strecke, die Oskar Speck damals machte, nachfahren. Sandy Robson, ob sie will oder nicht, sobald sie irgendwann in Australien mit ihrem Kajak ankommt, ist sie eine Heldin. Wasser, das ist ihr Element. Wenn die Hasen noch scheinbar ungestört am Flussufer rumhoppeln, beginnt ihr Tag. 5.30 Uhr, der Handywecker reißt sie aus dem Schlaf und dann kann es ihr gar nicht schnell genug gehen. Sandy Robson, 43 Jahre alt, Kajaklehrerin aus Australien. Kurz frühstücken, kräftigen für einen weiteren anstrengenden Tag, diesmal die Donau runter von Regensburg nach Straubing. 55 Kilometer von insgesamt 50.000. In einem Jahr bin ich mal 6.000 Kilometer gepaddelt. Im Laufe der Zeit wollte ich immer mehr, stets auf der Suche nach der ganz großen Reise. Eines Tages hat mir jemand von Oskar Speck erzählt und da habe ich mich ein bisschen erkundigt. Sandy Robson auf den Spuren von dem deutschen Oskar Speck, der sich 1939 in einem Faltkajak auf den langen, langen Weg nach Australien machte. Nach 7 Jahren ist er endlich angekommen und nichts ahnend vom Zweiten Weltkrieg erst einmal für 6 Jahre in Gefangenschaft genommen worden. Die Australier vermuteten in ihm einen deutschen Spion. Für mich ist das einfach ein Riesentraum. Und wenn Sie den nie ausprobieren, dann wird es immer ein Traum bleiben. Ich versuche jetzt einfach mal, diesen Traum zu leben und schaue, wie weit ich kommen werde. Sandy Robson wird es besser ergehen als Oskar Speck. Wenn ihr das Kunststück gelingen sollte, diese Wahnsinnsreise in 5 Jahren zu schaffen, ist sie eine Heldin. Sagt man da? And you have the Australian flag. That's very cool. And a kangaroo? Yeah, and a kangaroo as well. That's awesome. Seit 17 Jahren ist Sandy Robson im Kajak unterwegs. Sie ist mit allen Wassern gewaschen, hat schon jede Menge gesehen
und erlebt. Im Golf von Mexiko bin ich mit meinem Kajak auf Wale gestoßen. Das war einfach ein unglaubliches Erlebnis. Die haben miteinander gesungen, und zwar unfassbar laut, als ob über die ganze Welt in Stereo ein Walsong laufen würde. Zuerst wusste ich gar nicht genau, was da passiert, aber das wurde mir schnell klar, als direkt vor mir zwei riesige Wale auftauchten. Als ob zwei Inseln wie aus dem Nichts kommen und plötzlich da sind. So manches Hindernis wird Sandy Robson auf ihrem Trip meistern müssen. Die bayerischen Schleusen sind da eigentlich überhaupt noch kein Problem. Permanentes Organisieren. Wie weit komme ich heute? Wie wird das Wetter? Wo schlafe ich morgen? Wann esse ich? Wo? Was? Wie lange reicht das Geld? Das ist ihr Alltag nach dem Tag auf dem Fluss hier in Europa. Die Leute hier sind sehr großzügig und nett. Wo immer ich ankomme, werde ich herzlich empfangen, aufgenommen und verpflegt. Deutschland gefällt mir sehr gut. Ich möchte auf alle Fälle wiederkommen. Ich liebe es, draußen auf dem Fluss zu sein. Ganz allein in der Natur, die Ruhe und die Tiere. Aber in Deutschland ist das alles ein bisschen anders. Da gibt es viel mehr Städte und historische Gebäude als bei uns in Australien. Das ist für mich alles ganz neu. Und aufregend. That's exciting too, when you stop somewhere. Sandy Robson plant ihre Reise in mehreren Etappen. Die erste soll sie bis Oktober nach Zypern bringen. Dann geht's erstmal zurück nach Australien, um Geld zu verdienen. Und dann wird's problematisch in den Krisenregionen Iran, Irak und Syrien. Fraglich ist, ob sie da paddeln darf. Bayern. Die Oberpfalz ist dagegen erfreulich ruhig und schön, aber nicht alles ist ein Selbstläufer. Die Flüsse, gespickt mit Schleusen, sowie die in Geisling, können schon mal verwirren, vor allem wenn es zwei Möglichkeiten gibt, sie zu passieren. Nicht ganz ungefährlich das Ganze, links oder rechts. Sandy Robson wusste nicht so genau, wohin. Der Tonassistent ahnte Böses, falsche Entscheidung, ob das mal gut geht. Und so warteten wir. 10 Minuten, 20, 30, das Team schon leicht ungeduldig. Und plötzlich tauchte Sandy wieder auf, ihr Boot hinter sich herziehend. Auf einem Trolley schleppte sie das gute Stück über Land am Wehr vorbei, um es dann endlich wieder zu Wasser zu lassen. All das macht Sandy Robson gerne, nicht um reich, berühmt oder sonst was zu werden. I'm not interested. Ich bin nicht interessiert daran, ins Guinness-Buch der